Hallo und herzlich willkommen zurück beim Buchschnack. Ja, das sieht jetzt hier alles ein bisschen anders aus. Das wird auch so bleiben. Das ist jetzt wahrscheinlich noch nicht final. Ich muss mal gucken, was ich noch zaubern kann. Warum das jetzt hier so aussieht, wie es aussieht, das erfahrt ihr in einem der nächsten Vlogs. Eigentlich saß ich nämlich immer an der Wand da, das könnt ihr nicht sehen. Und das war auch sehr gemütlich. Jetzt müssen wir uns irgendwie hier arrangieren. Ich gucke mal, das Final wird das wahrscheinlich noch nicht bleiben, wenn ich jetzt hier mal so auf meinem Handy gucke. Da sehe ich nämlich das, was ihr seht. Geht es schon, ne? Es geht schon. Aber es ist irgendwie sehr wenig. Muss mal gucken, ob ich hier vielleicht noch irgendwie so ein Licht mache. Keine Ahnung. Das erfahrt ihr dann im nächsten Vlog, wie weit das da mit der Planung ist und warum das alles so ist. Darum soll es heute auch gar nicht gehen. Heute geht es um einen Tag. Das habe ich nämlich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Und ich habe diesen Tag bei den Book Frenzies gesehen. Und zwar ist dieser Tag, wie büchersüchtig bin ich wirklich? Und eigentlich versuche ich nicht mehr allzu viele Büchertags zu machen, weil die, also da müsste es schon irgendwie ein spannender sein. Außer ihr kennt jetzt noch irgendeinen Tag, bei dem ihr sagt, Steffi, den musst du unbedingt machen, dann mache ich den auch. Den Tag fand ich jetzt aber ganz spannend, weil der mal mit einigen, vielleicht mit einigen Urteilen aufräumt. Ich will jetzt nicht sagen Vorurteilen, aber mit einigen Bewertungen vielleicht mal ein bisschen aufräumt, ja? Genau. Darum machen wir den mal. Also, ihr Lieben, schnappt euch, halt, stopp, eine Tasse Tee. Macht's euch gemütlich und willkommen in der fabelhaften Welt der Bücher. Ich habe im Intro gelogen. Und ich habe hier auch einen leckeren Kuchen. Ich habe nämlich gerade mit Eva geschnackt. Wir haben so eine Art sonntäglichen Kaffeeschnack, so nennt sich das. Da treffen wir uns immer über Zoom. Und dann versuche ich immer einen Kuchen dabei zu haben, ne? Machen wir eigentlich viel zu selten, müssen wir mal öfter machen. Kommen wir direkt mal zur ersten Frage, die da lautet: Was ist die längste Zeit, die du überstehst, ohne ein Buch in die Hand zu nehmen? Und da würde ich jede Zeit überstehen, glaube ich. Überstehen, das verknüpfe ich mit Zwang, wisst ihr? Also, wenn ich etwas überstehe, dann muss ich es überstehen und muss es immer Zwang. Und wenn mir jemand sagt, du darfst ein Jahr keine Bücher mehr anfassen, also ein Jahr keine Bücher mehr in die Hand nehmen, aus welchem Grund auch immer, dann würde ich die Zeit auf jeden Fall auch überstehen. Wisst ihr? Da habe ich kein Problem mit. Es wäre nur sehr schade, weil Bücher eine gute Ablenkung sind, aber ich habe zu viele Hobbys, als dass mich das die Abstinenz von Büchern wahnsinnig innerlich zerstören würde. Zweite Frage: Wie viele Bücher trägst du zurzeit mit dir rum, physisch oder auf einem Gerät? Nicht eines. Nicht eines. Ich wüsste auch gar nicht. Wisst ihr, ich fahre zur Arbeit und von der Arbeit fahre ich nach Hause. Jetzt wüsste ich nicht, wann ich, warum ein Buch mitnehmen sollte. Also ich trage aktuell kein Buch mit mir rum und habe ich das schon mal? Wenn ich auf einer Zugfahrt bin, dann würde ich ein Buch dabei haben, aber das bin ich auch schon ewig nicht mehr. Ich bin schon ewig nicht mehr zugefahren. Dritte Frage: Behältst du jedes Buch, das bei dir einzieht? Auf gar keinen Fall. Das ist aber auch ein aktueller Vorsatz von mir, ja. Ich habe tatsächlich dazu tendiert, jedes Buch zu behalten. Und wenn ich das jetzt mal hinterfragen würde, würde ich auf keine Antwort kommen. Warum? Warum wollte ich jedes Buch behalten? Weil, also das wäre jetzt die unbequeme Antwort, für die ich mich auch ein bisschen schäme, weil es eine Zeit gab, in der ich dachte, Bücher, viele Bücher zu haben, ist ein bestimmtes Statussymbol und sagt etwas über mich aus. Und das stimmt überhaupt gar nicht. Bücher sind kein Statussymbol. Viele Bücher zu haben, ist in Ordnung. Wenig Bücher zu haben, ist genauso gut. Ja, und darum sortiere ich aktuell auch ganz rigoros aus. Das seht ihr auch im nächsten, in einem der nächsten Vlogs. Und ich werde nicht jedes Buch behalten. Wenn es mir nicht gefällt, dann kommt es weg auf die eine oder andere Art. Vierte Frage: Wie lange würdest du bei einem Standardbesuch in einer Buchhandlung verweilen? Und da würde ich jetzt mal spontan sagen, in etwa eine Stunde. Wisst ihr, in so einer schönen großen Buchhandlung, so wie in Thalia, da würde ich eine Stunde, also bestimmt gut rumkriegen, mir die ganzen Bücher angucken. Und dann gibt es ja auch die interessanten Sachbücher, die finde ich, also da stöber ich auch sehr gerne rum. Und dann gibt es natürlich die tollen Gimmicks zu Büchern, also eine Stunde kriege ich locker rum.
Fünfte Frage. Wie viel Zeit pro Tag verbringst du tatsächlich mit Lesen? Und das ist total unterschiedlich, aber im Allgemeinen kann ich euch sagen, nur am Wochenende. Also das ist die einzige Zeit, wo ich es schaffe. Ich bin abends ganz spät zu Hause. Nur an den Wochenenden und dann auch nur, wenn ich den Kopf dafür habe. Ist gar nicht viel, ne? Ich komme trotzdem auf meine Bücher, die ich euch in den Lesemonaten immer zeige, weil ich Hörbücher höre. Die höre ich jeden Tag, morgens und abends. Und an den Wochenenden auch, wenn ich koche oder wenn ich sauber mache. Und weil ich, wenn ich dann ein Buch in der Hand habe, dann ein bisschen mehr lese. Aber auch nicht übermäßig viel. Ne? Also eigentlich durchschnittlich 50 Seiten. Nächste Frage. Steht Lesen auf deiner täglichen To-Do-Liste? Habe ich gerade beantwortet, ne? Steht's nicht. Siebtens. Was schätzt du, wie viele Bücher du insgesamt besitzt, inklusive E-Books? Inklusive E-Books. Also ich habe meinen Kindle E-Book-Reader schon ewig nicht mehr benutzt. Da sind vielleicht, das weiß ich gar nicht, was, wie viele Bücher da drauf sind. Ich habe ein Video gemacht, das müsste ich mir vielleicht nochmal, hätte ich mir vorher angucken müssen. Da zeige ich euch, ich verlinke das mal hier oben, was da alles auf meinem Kindle ist. Sind das vielleicht 15 Bücher, 20 Bücher? Keine Ahnung. So in etwa würde ich sagen. Vielleicht auch nicht, vielleicht sind es auch bloß 10. Und ansonsten habe ich hier in der physischen Version, ich sage mal 450. Wenn ich jetzt noch die Hörbücher mit dazu rechne, aber das würde ich jetzt, würde ich das machen? Nee. Ist das die Frage? Würde ich die Hörbücher mit dazu rechnen? Inklusive E-Books? Nö. Die sind da nicht mit drin. Hörbücher habe ich schon ziemlich viele bei Audible. Die habe ich ja dann auch gekauft. Ne? Aber sagen wir mal, es sind in etwa 450 aktuell. Aber dadurch, dass ich jetzt so krass aussortiere, lande ich vielleicht bei 300. Die nächste Frage ist, wie oft ich Bücher in Gesprächen erwähne. Tatsächlich gar nicht oft. Also ich sage mal, von 10 Gesprächen erwähne ich Bücher vielleicht zweimal. Oder in 2 Gesprächen. Und dann auch nur, weil es sich gerade ergibt, ja. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der rumrennt und ständig nur von Büchern spricht. Nö. Welches ist das dickste Buch, das du zu Ende gelesen hast? Ich glaube tatsächlich, dass das Die Nebel von Avalon von Marion Zimmer Bradley ist. Ich gehe gerade alles mal durch. Der Übergang ist natürlich auch sehr dick. Aber nee, oder wartet mal. Es? Das muss ich jetzt prüfen. Moment. Das dickste Buch ist ja nicht gleichzeitig das mit den meisten Seiten, ne? Also das dickste Buch, das ist hier S, das ist schon ganz schöner Wälzer, ne? Und das ist die Nebel von Avalon. Könnt ihr euch ja dann selber, ich glaube, das ist gleich dick. Das ist gleich dick. Also S von Stephen King und die Nebel von Avalon und beide Bücher sind grandios, wobei ich euch S auch sehr als, oder noch eher als Hörbuch empfehlen kann. Gibt es ein Buch, dass du trotz aller Widrigkeiten haben musstest. Trotz aller Widrigkeiten. Welche Widrigkeiten kann es denn da gegeben haben? Also ich weiß jetzt nicht, was mit Widrigkeiten gemeint ist, aber für mich war das Einzige, was mir einfällt, Favole. Also zu der Zeit, als ich es haben wollte, war es sehr schwer auf Deutsch zu bekommen. Und es ist einfach wunderschön illustriert, finde ich. Und das sind so kurze Geschichten. Ja. Seid komplett Gothic, ne? Ich liebe es. Ich liebe es. Ja, das. Und es war recht teuer. Von Victoria Francais. Ich gucke mal, ob ich das finde. Wenn ich das finde, dann verlinke ich euch das mal unten. Hier steht gerade, ich sehe es gerade, 40 Euro. Favole ist eine Hymne an die schwarze Romantik, eine Erzählung über unsterbliche Leidenschaften und herzzerreißende Dramen, Vampire, die bedingungsloser Liebe verfallen sind, eisige Prinzessinnen und einsame Geister bevölkern die einzigartige Welt von Victoria Francais, in der die Poesie der Melancholie selbst versteinerte Herzen zu bezaubern weiß. Ein Meisterwerk aus Licht und Schatten. Ja, das ist tatsächlich, Gothic halt, ne? Sehr melancholisch. Finde ich trotzdem sehr toll, ne? Ich liebe es. Gibt es ein Buch, das du nur mit Mühe beenden konntest? Da fällt mir sofort Crave ein. Und warum das so eine Riesenherausforderung für mich war und warum ich immer noch wahnsinnig stolz bin, dass ich dieses Buch beendet habe. Ich habe es als Hörbuch gehört. Ich verlinke euch das mal hier oben. Das könnt ihr euch mal angucken. Ist für den einen oder anderen vielleicht unterhaltsam. Puh, das war ein Buch, Leute. Puh.
Was sind drei deiner wichtigsten Buchziele für 2022? Ich habe keine Buchziele. Aus dem einfachen Grund, weil ich das mit dem Lesen so halte wie mit dem Zeichnen, wie mit dem Musizieren oder dem Konsumieren von Filmen und Serien. Das dient für mich nur dem Zweck der absoluten Entspannung und darum gibt es für mich nichts, und ich verknüpfe damit auch nichts, was auch nur annähernd Druck erzeugen könnte. Und darum habe ich keine Leseziele. Da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Ich habe keine. Bei Goodreads habe ich, glaube ich, immer 75 eingegeben. Einfach just for fun. Das hat überhaupt gar nichts zu bedeuten. Wenn ich da nicht hinkomme, ist das völlig okay für mich. Wenn ich drüber hinauslese, ist es auch völlig okay für mich. Die Zahl hat für mich keine Bedeutung. Was mich auch manchmal schon unter Druck setzt, das sind tatsächlich Leserunden. Wenn ich da so hinterherhänge, eben aus dem Grund, weil ich nicht jeden Tag lese. Und das reicht mir schon an Druck, was das Lesen angeht. Hast du schon einmal jemanden zum Lesen gebracht? Ja, tatsächlich meinen Bruder. Habe ich noch mehr zum Lesen gebracht? Weiß ich nicht. Habe ich euch mal zum Lesen gebracht? Also meinen Bruder habe ich zum Lesen gebracht. Und zwar mit dem Buch Wodans Fluch von Stefan Grundy. Das ist ja eins meiner Lebenshighlights, wirklich meiner Lebenshighlights. Da geht es ja um die Nibelungensage und um Hagan. Ich liebe Hagan. Wer die Nibelungensage kennt, der weiß, wer Hagan ist. Wundervoll. Und ich liebe auch die Freundschaft zwischen Hagan und Waltari, die Stefan Grundy da geschrieben hat. Mein Gott, wundervoll. Und das Buch, das habe ich meinem Bruder empfohlen und immer wieder empfohlen. Und dann hat er tatsächlich das Buch gelesen und das ist auch eines seiner Lebenshighlights geworden. Und wir haben zufälligerweise letztes Wochenende erst über das Buch gesprochen und da hat er mir erzählt, dass er das schon dreimal durchgelesen hat. Also er liebt es genauso sehr wie ich. Und die letzte Frage lautet, was bedeuten Bücher für dich? Und das habe ich ja schon gesagt, ne? Bücher bedeuten für mich die totale Entspannung, den Kopf frei bekommen, in andere Welten und Geschichten eintauchen und das fühlt sich eben einfach auch sehr viel intensiver an als Filme gucken. Es ist einfach intensiver. Es dauert länger, was bei einem guten Buch richtig gut ist. Für mich bedeutet es einfach nur Entspannung. Auszeit. Manchmal auch Urlaub, ja, aber eben auch nicht mehr. Also da muss man, also ich bin da auch ganz realistisch, ne? Bücher sind ein tolles Hobby, ich liebe Bücher, aber ich bin da jetzt auch nicht so fanatisch hinterher, dass sich alles in meiner Welt nur um Bücher dreht und dass ich jeden Cent für Bücher ausgebe. Und also ich versuche da schon sehr objektiv drauf zu schauen. Aber Bücher sind mir eben auch sehr wichtig, weil das ein guter Ausgleich ist. Das ist einfach ein guter Ausgleich, den man auch mal braucht. So, Lieben, das war der, wie heißt der Tag? Wie büchersüchtig bin ich wirklich? Also gar nicht, ne? Ich liebe Bücher sehr, aber süchtig bin ich wirklich nicht. Mein Leben würde sich auch weiter drehen ohne Bücher, aber es wäre schon sehr fad und eintönig und sehr traurig. Verratet mir doch mal bitte, was das dickste Buch ist, das ihr beendet habt. Also das dickste, ne? Nicht das mit den meisten Seiten, sondern das dickste. Wir können ja mal gucken, wie viele Seiten es hat. Es hat 1533 Seiten. Ich glaube, da kommst du nicht hin, liebe Nebel von Avalon. Nee, die Nebel von Avalon hat 1101 Seiten. Also verratet mir bitte mal, was das dickste Buch ist, das ihr beendet habt. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten, ihr Lieben, wünsche ich euch jetzt noch einen richtig tollen Tag. Ich hoffe, ihr könnt euch mit dem Hintergrund so ein bisschen arrangieren. Haltet am besten die Augen offen. In einem der nächsten Vlogs erkläre ich, was hier so los ist und warum das jetzt so aussieht, wie es aussieht. Also abonniert am besten den Kanal. Und wenn ihr das schon macht, dann müsstet ihr die Glocke noch betätigen, sonst bekommt ihr keine Erinnerung. Und wir sehen uns im nächsten Video. Da freue ich mich schon drauf. Bis dann. Ciao.